Willi Herold diente im Krieg als einfacher Frontsoldat ohne Befehlsgewalt, was sich jedoch schlagartig ändern sollte, als dieser gegen Kriegsende eine mit hohen Auszeichnungen dekorierte Uniform eines Hauptmanns der Luftwaffe fand und sich fortan als den Träger von dieser ausgab. Der zu dem Zeitpunkt gerade einmal 19-jährige Hochstapler nutzte die neu erlangte Position dazu aus, eine quasi als fliegendes Standgericht fungierende Sondereinheit zu schaffen und Dutzende, meist unschuldige Lagerinsassen kaltblütig zu ermorden. Im Strafgefangenenlager Aschendorfer Moor ließ Willi Herold ca. 180 Menschen willkürlich ermorden. Beispielsweise mussten sich diese an eine Grube stellen und wurden von Herold und seinen Leuten durch ein Flakgeschütz, Gewehren oder durch Handgranaten umgebracht.